Heute im Retro Club erfahrt ihr, wie ihr jede Menge Geld sparen könnt mit Game Collections. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich darf wieder euer Gregor sein. Heute im Retro Club auf Rocket Beans TV, dem wunderbaren Format, das man unter anderem abonnieren, Glocke läuten, Instagram und auch Facebook liken kann, wer Facebook immer noch benutzt. Wahrscheinlich die älteren Leute unter euch. Ich habe auch meinen Account. Ich müsste ihn irgendwann mal löschen, würde ich sagen, ne? Will man noch Facebook haben? Solange ihr es noch habt, liked einfach, bis es soweit ist. Und dann liked ihr eine Folge, wie ihr im Cold Open schon gehört habt, wo ihr, wenn ihr sie anschaut, wahrscheinlich danach jede Menge Geld sparen könnt. Denn in der letzten Zeit habe ich mich dabei erwischt, wie ich viel Geld gespart habe, indem ich viel Geld ausgegeben habe. Nämlich, indem ich Collections gekauft habe, Spielesammlungen. Also Pakete, wo viele verschiedene Games für den Preis von einem oder weniger sogar, wenn es Oldschool-Games sind, die werden gerne mal, ja mal günstiger angeboten, dann feilgeboten wird auf verschiedenen Systemen. Und das macht nicht nur dann ein kleineres Loch in die Brieftasche, weil wenn man diese Titel einzeln holen würde, müsste man bei Oldschool-Sachen, wie wir sie hier im Retro-Club dann auch noch haben werden, dann wahrscheinlich auch noch die alten Systeme haben. Kannst du die vernünftig spielen? Kannst du die anschließen? Vielleicht sogar noch mal mit extra Features mit dabei. Und es gab zwei Sachen, die primär diese Folge dann noch mal haben entstehen lassen. Einerseits eine brandneue Collection, die noch mal zukommen ist, die ich gerne featuren wollen würde. Als auch ein Sale im Nintendo eShop, wo einfach ganz viele Collections da waren, wo ich zugeschlagen habe ohne Ende. Die meisten Collections, die wir heute sehen werden, werden auf der Switch sein. Aber der Großteil ist auch multiplattform erhältlich. Das ist auch noch mal erwähnt, dann wenn wir dann drüber sprechen, bis es soweit ist. Wir lassen mal die erste Matz laufen. Und ich meine, über Collections allgemein oder hier spezifisch im Retro-Club haben wir häufiger gesprochen. Es gab eine Sonderfolge damals zu der Disney Afternoon Collection, wo die alten Capcom NES-Klassiker da mal weitergezeigt wurden. Demnächst, wo wir es aufnehmen, habe ich auch schon mal drüber gequatscht, kommt die Kawabunga Turtles Collection raus, wo die Turtles Beat'em'ups von Konami dann nochmal auf moderneren Konsolen verfügbar sein werden. Und solche Sammlungen, die gibt es nicht nur in moderner Fasson, in allen Genres, aus allen Regionen. Auch Blizzard hat zum Beispiel viele seiner Oldschool-Games im vergangenen Jahr dann drauf gemacht. Da gibt es auch eine komplette Folge hier im Retro-Club dazu. Die Mega Man-Games wurden fast alle nochmal in Collections nochmal aufgelegt. Solche Sammlungen gibt es schon wirklich seit vielen, vielen Generationen, speziell nachdem man aus der 8- und 16-Bit-Ära raus ist, haben dann viele Spieleentwickler angefangen, mal so eine Collection für die PS2 zu machen, Arcade-Titel rauszubringen, die Samurai Showdown-Collection, die ganzen vielen Beat'em-Ups, Fighting-Games, wie wir heutzutage ja dazu sagen, ist ja auch vor einiger Zeit für alle Plattformen rausgekommen. Ich persönlich freue mich über so Remaster-HD-Collections, wie die Grandia-Collections, die nochmal mit dabei gewesen sind. Und auch wenn es in der Vergangenheit sehr, sehr viel gegeben hat, gerade in der Neuzeit erscheint nochmal einiges, weil aus dem 3D-Bereich solche Sachen wie Grandia, die kannst du noch mal schön updaten, was die Polygonoptik angeht. Ältere Games kannst du solche Sachen wie Save States oder Filter und so weiter dazu packen. Auch gefreut, auch wenn es nicht ganz so oldschool gewesen ist, aber die Great Ace Attorney Collection aus dem letzten Jahr, eigentlich zwei Japano-Titel für den Nintendo 3DS, die hier nie übersetzt wurden, für viele Plattformen dann zusammen rausgekommen. Und mit Collections, da kannst du echt jede Menge sparen und dann ordentlich Game was dafür haben. Und wir werden uns heute etliche angucken. Wie gesagt, ich hatte einige, die ich euch speziell zeigen möchte. Das ist aber die Folge so voll geworden, dass wir auch ein bisschen was in Trailerform uns anschauen werden. Und ich werde auch noch übrigens, also ich habe mir das jetzt hier sehr fein säuberlich notiert, sollte eine einfache Folge werden, das ist eine wissenschaftliche Abhandlung geworden. Ich habe bei jeder Collection, die wir uns angucken, gecheckt, hey, wie viele Spiele sind da eigentlich vorhanden? Was kostet diese Collection? Was ist also der Durchschnittspreis für eins der Spiele, die da drauf sind? Und wie berechnen wir eigentlich die Anzahl der Spiele? Das wird nämlich auch nochmal ein bisschen knifflig. Ich werde also pro Collection, die wir uns da angucken, auch ein bisschen mit Zahlenwerten nochmal spielen können. Gehen wir aufs Ingame rauf. Was wir hier sehen, ist eine Collection, die ganz, ganz brandfrisch ist, zumindest wo ich das gerade aufnehme. Ihr solltet es dann kurz nach dem Release dann sehen, nämlich die Capcom Fighting Collection. Hier in der PS4-Version, aber auch für Switch erhältlich und müsste auch PC und potenziell die Xbox sein. Checkt mal, aber ich habe es hier auf jeden Fall auf der PS4. Capcom hat häufiger ja mal solche Einzel-Collections gemacht. Es gab die Street Fighter Collection, es gab eine andere Fighting Game, eine Beat'em Up Collection, nennen wir es mal jetzt korrekt Beat'em Up, die ich euch gleich nochmal vorstellen werde.
Was bei der hier ist, ist primär, dass man da 10 Games bekommen hat, die dann aus dem Action- und Fighting-Bereich dann kommen. Heißt ja nicht umsonst die Fighting Collection. Allerdings, es gibt einen Street Fighter-Titel hier drin mit Hyper Street Fighter 2 und ansonsten sehr, sehr viele einer anderen Serie, die gerne mal mal kurz gucken, dass wir die englische Version wählen, weil da kennt man sie ein bisschen besser. Eine andere Serie, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten vielen Jahren. Ja, die letzte Collection, die, glaube ich, gekommen ist, war auf der PS3, die ich auch noch habe, nämlich die Darkstalkers-Serie. Street Fighter-artige Fighting Games, aber mit Gruselfaktor und schön aufwendiger Grafik, von der 5 Spiele hier gleich mit draußen. Also die Hälfte der Collection wird mit Darkstalkers eingenommen. Ansonsten haben wir Cyberbots, ein Fighting Game mit Robotern. Interessanterweise Super Puzzle Fighter 2, das ist kein Fighting Game, sondern das ist ein Columns-artiges Puzzle Game, also Columns-Tetris-artiges Puzzle Game, warum sie auch immer das hier reingetan haben, ist nämlich nicht Fighting. Aber gut, dafür habt ihr Pocket Fighter und lass uns mal gucken, was wir uns hier gleich angucken. Ich müsste eigentlich zu Darkstalkers jetzt hier reingehen. In dieser Collection habt ihr sowohl die japanischen als auch englischen Versionen, wenn sie denn verfügbar sind, dass man die spielen kann. Man kann sehr, sehr viele schöne Settings hier machen, nicht nur was den Schwierigkeitsgrad angeht, sondern es gibt manchmal so Optionen, dass Flashes gemildert werden, also wenn die Grafik anfängt zu blinken, wenn jemand dann gesundheitlich empfindlich darauf ist. Man kann wirklich echt schön viele Einstellungen hier machen, sogar Blutdarstellungen und andere Sachen hier. Und ich fand, dass sie tatsächlich, starten wir hier kurz mal, sich echt viel Gedanken und Mühe gemacht haben, um die Sachen hier umzusetzen. Rahmen und andere Geschichten, ich glaube, die konntest du ausblenden. Geh mal kurz hier in das Menü hier rein und geh zu Anzeige und Sounds. Genau, man kann Rahmen wegmachen oder irgendwelche Rahmen reintun, wer das mag. Ich lasse die meistens weg. Das war eine super coole Sache. Das habe ich sehr selten bei solchen Oldschool-Games gesehen. Man kann tatsächlich die Lautstärke von Musik und Soundeffekten separat runterregeln. Normalerweise war das ja immer verknüpft bei diesem Spiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel komplett die Musik wegmache, kann ich nur die Soundeffekte von dem Fighting-Game haben. Ich habe mal Street Fighter so gespielt mit der Collection, Hyper Street Fighter, und ich dachte, ey, wie cool. Ne? Das ist gerade super cool, wenn man sowas aufnehmen möchte. Verschiedene Bildgrößen, wo das Bild nochmal breit gezogen wird. Ich mache mal Vollgröße 4:3 und Bildschirmfilter wird ein bisschen schwierig. Weil es gibt viele, die hier unterschiedlich benannt werden, die dann mal so Scanlines haben oder die aussehen wie so ein Arcade-Automat. Muss man auch gucken, welchen davon man haben möchte oder nicht haben möchte. In den meisten Fällen, ich glaube, ich werde ihn auch hier gleich einmal ausmachen, weil die doch potenziell ein bisschen zu sehr schmieren mit der YouTube-Kompression. Darkstalkers habe ich persönlich sehr, sehr gerne auf der PlayStation 1 gespielt. Da habe ich mir den Port damals geholt als Fighting-Game-Fan. Und ich finde es sehr cool, dass man diese Serie, die eben wirklich in der 3D-Ära komplett vergessen ist, man hat ja so gut wie kaum dann mal Kampfvertreter anderswo gesehen, aber in der 2D-Ära dann sehr gut vertreten war, habt ihr gesehen, gleich mit 5 verschiedenen Spielen und so, glaube ich. Ich glaube, es sind 3 Spiele und der dritte Teil hat 2 Adaptionen nochmal bekommen mit Updates. Als Vampire Savior? Ja, egal. Da wisst ihr wahrscheinlich besser Bescheid als Experten. So, ich mache nochmal hier kurz den Filter weg. Anzeige und Sounds. Machen wir den mal raus. Wenn der Filter nicht drin ist, kann es natürlich durch die unterschiedlichen Skalierungsoptionen dann Artefakte geben. So, Geld reinschmeißen ist hier R3. Okay. Weil es ja ein Arcade-Game, was wir hier spielen. Wir gehen mal auf langsam. Wir wollen ja ein bisschen behutsam spielen. Und wenn ihr mit Darkstalkers bisher gar keine Berührungspunkte hattet, das ist eigentlich die Collection für euch. Ne? Also egal, welchen Teil ihr spielen wollt, in welcher Länderversion, in den originalen Arcade-Versionen. Meines Erachtens, ich habe jetzt auch nicht für mein persönliches Empfinden so groß was von Delays und anderen Sachen bemerkt. Das ist eventuell auch eine Sache, wo man aufpassen sollte bei solchen Collections. Zu einem großen Teil, solche Sammlungen funktionieren über Emulation. Das bedeutet also, das originale Spiel wird mit einer speziellen Software auf einer anderen Konsole, auf einem anderen Computer zum Laufen gebracht, die eigentlich nicht dazu gedacht gewesen sind. Und da es kein natives Abspielen ist, sondern eben auch noch dieser Computer oder diese Konsole emuliert werden muss oder wie hier die Arcade-Maschinen, dauert das immer ein paar Millisekunden länger, als wenn du das auf einer originalen Konsole spielen würdest. Du hast auch noch Flatscreens mit verschiedenen Delays und so weiter drin. Und viele dieser Collections, wie so Emulatoren-Sammlungen, wenn du ein absoluter Purist bist, wirst du sagen, oh, ich merke aber gerade, da ist eine Verzögerung, eine ganz leichte Verzögerung beim Springen drin oder ich höre den Sound ein bisschen verspätet oder anders. Warte mal, oh, jetzt ist mein Special Balken, der habe ich ja einmal nicht aufgepasst. So. Ja, gib mir den Special hier.
So viel erklären da nicht. Also für mein Empfinden, auch wenn ich mich jetzt in dem Kampf hier nicht so gut geschlagen habe, ich versuche nochmal die Runde jetzt hier zu Ende zu machen, war es so, dass ich bin für solche Delays ab und zu mal empfindlich, aber in den meisten Fällen bei den Collections, wenn es jetzt nicht allzu heftig ist, ist es für mein Gefühl meist so, ah, okay, nee, das funktioniert jetzt vernünftig. Vielleicht haben sich manche sogar die Mühe gemacht von diesen Collection-Machern, dass sie tatsächlich die Spiele portiert haben, also dass da kein Emulator zugrunde liegt, sondern dass da die Originalsoftware umgeschrieben wurde, um dann nativ zu funktionieren. Das ist natürlich dann umso besser. Wenn ihr bei einer der Collections, die ihr hier seht, selber schlechte Erfahrungen gemacht habt, ne? Wie gesagt, ich bemerke es ab und zu mal, bin da aber eigentlich relativ unempfindlich, was es angeht, könnt ihr es dazu machen. Hier bei dieser Capcom Fighting Collection hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es recht responsiv alles ist. Also, dass meine Manöver dann rauskommen, wenn ich sie rauskommen lassen möchte. Na, komm mal her. Felicia, so. So, kriegen wir das hin? Ja, oh, Chip Damage. Dimitri hat gewonnen. Ich kann diese Collection hier empfehlen. Wir gehen noch einmal, bevor wir rausgehen, kurz ins Menü. Beenden. Werde mich bei Gelegenheit dann noch mal ein bisschen ausführlicher damit auseinandersetzen. Cool ist, wie gesagt, dass wir viele der Darkstalkers haben werden. Und Warzord, hatte ich nicht erwähnt, eigentlich bekannt als Red Earth, ist eines der wenigen CPS3-Automatenspiele von Capcom mit ganz, ganz großen Figuren, was auch, ich glaube, bisher war es überhaupt irgendwann mal portiert worden oder nicht, aber hat man jetzt ja auch direkt dann zur Verfügung. Check das gerne aus. Diese Collection, wir können auch gerne weggehen davon, bei der Regie. Diese Collection kostet 39,99 €. Da 10 Games drin sind, wenn man die vielen Darkstalkers jemals einzelne Games dann zählen möchte, würde man aufgerundet, ich habe diese Preise aufgerundet, alle, damit wir jetzt nicht zu sehr mit Bruchzahlen hier rechnen müssen, also ganz grob 4 € pro Game. Ist eigentlich ein guter Schnitt, würde ich sagen. Gerade da man auch qualitativ gute Emulation dann hier bekommt. Wir gehen in eine kleine Pause. Wenn wir zurück sind, gleich noch viel mehr Collections. Da sind wir wieder zurück mit der aktuellen Folge des Retro-Clubs. Es geht um Collections und nach Möglichkeit Geld sparen. Eine ganz aktuelle Collection haben wir uns gerade ein bisschen ausführlicher angeguckt mit der Capcom Fighting Collection. Capcom hat viele Collections gemacht und wir lassen mal die nächste Mats kurz laufen. Als Vorgänger der Fighting Collection kann man eigentlich das sogenannte Capcom Beat'em Up Bundle sehen. Ist vor einigen Jahren Multiplattform erschienen. Da sind 7 verschiedene Games drauf, die dann das klassische Beat'em Up haben, also die Kampfspiele, wo ihr in Leveln entlangläuft, wo ihr ein bisschen Varianz habt, mit mehreren Leuten dann gleichzeitig spielen könnt. Das war eigentlich eine ganz nette Mischung, wobei man sagen muss, das Beat'em-Up-Bundle, obwohl es sich gut gespielt hat, obwohl da ein paar coole Games bei gewesen sind, es hat ein bisschen was gefehlt an Capcom Beat'em-Ups, speziell welche, die dann mit Lizenz ausgestattet gewesen sind, wie Alien vs. Predator beispielsweise. Also da hatten sie noch einiges, was sie hiermit hätten drauf tun können. Die Sachen, die sie da angetan haben, sind aber schön variabel und haben auch Fun gemacht. Ich selber habe es auf der Switch gespielt. Wenn man sich das Beat'em-Up-Bundle aktuell holen möchte, aktuell ist der Preis bei 19,99 € mit 7 Games eben, die drin sind. Wenn man das dann durchrechnet, dann kommt Pi mal Daumen 2,86 € pro Game raus. Also ein bisschen günstiger als bei der Fighting Collection, wenn man sie sich so zulegen möchte. Und da könnt ihr eventuell nach eigener Präferenz entscheiden, sind mehr Fighting Games was für euch? Könnt ihr ein bisschen mehr jetzt latzen? Oder die mittlerweile 19,99 € kostende das Beat'em-Up-Bundle euch holen mit 7 Games und 2,86 € dazu. Capcom, ohne Ende Stuff wird hier gemacht und wir haben natürlich auch nicht nur dann spezifische Collections mit Fighting Games und Beat'em Up. Street Fighter gibt's natürlich auch, die habe ich jetzt erstmal hier rausgelassen, weil wir die auch schon mal groß gefeatured haben. Wir gehen aufs Ingame gleich mal drauf. Was wir hier uns angucken, ist das sogenannte Capcom Arcade Stadium. In der Switch-Version gerade im Moment, wobei das gab's auch auf anderen Plattformen. Capcom hatte sowas schon zu PS3-Zeiten gemacht. Ich meine, da hatte ich auch schon eine Capcom-Collection mit Arcade-Titeln. Diese Software, nennen wir es mal Software, ja, haben Capcom im letzten Jahr 2021 rausgebracht. Und die könnt ihr kostenlos runterladen in den jeweiligen Shops. Allerdings, dann habt ihr auch nur das Frontend. Dann habt ihr also nur die Verpackung, wie so eine Art virtuelle Spielhalle, wo ihr unterwegs seid. Und könnt euch dann entscheiden, die Spiele, die da drin sind, zusätzlich zu kaufen.
Wir gehen mal hier kurz rein und ihr seht, das ist alles wie eine virtuelle Spielhalle aufgebaut, die ganzen Games hier drin. Das Capcom Arcade Stadium umfasst 32 Spiele, unter dem zum Beispiel auch Street Fighter 2 ist oder das, was wir gerade im Beat'em Up Bundle in der Capcom Fighting Collection gesehen haben, zum Beispiel auch dieses Cyberbots Full Metal Madness. Na, also hier sind durchaus auch Games drin, die man in anderen Collections wiederfindet, aber die Mischung ist schon recht bunt. Muss ich ja sagen, es sind Shoot'em-Ups hier mit dabei, Sidescroller, ihr habt die Ghost and Goblins Serie, Top-Down Run and Guns, es ist Wolf of the Battlefield, warte mal, wie kann ich hier auf die englische Version wechseln? Das muss ich machen. Kommando ist es, Kommando heißt es, mit verschiedenen Länderversionen, Arcade-Games, wir können uns mal eines davon aussuchen, was ist denn... Nehmen wir mal die Mega Twins, die hatte ich glaube ich noch nicht so häufig hier in der Sendung. Wenn ihr in ein Game reingeht, könnt ihr das, falsche Taste zum Reingehen, das hier, könnt ihr es dann entsprechend spielen, emuliert, verschiedene Hintergründe und Filter, wie ihr es kennt, habt ihr es auch. Da ist ein Automatenspiel, das muss man Geld reinwerfen. So, aber ich habe eingangs erwähnt, dieses Spiel ist, wenn ihr euch das Capcom Arcade Stadium runterladet, falsche Taste, Start für Wohlstart. Nochmal anders gelegt. Gehen wir mal dahin. Muss man mal gucken, was die Tastenbelegung ist, weil wenn Capcom selber so eine Collection macht, ist die nicht wie gängige Emulatoren aufgebaut. Also kann man sich nicht auf seine klassischen Tastenbelegungen da verlassen. Also ihr holt euch diese Software und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr diese 32 Spiele insgesamt euch holen wollt, ihr könnt die einzeln kaufen. Ja? In den meisten Fällen sind die für den Preis von 1,99 € verfügbar, was... Ihr habt es gesehen mit den Durchschnittspreisen, die wir vorhin hatten. Das ist schon am unteren Ende des Spektrums. Müsst ihr für euch selbst entscheiden, wie viel wert ist mir so ein Arcade-Titel. Also wenn ich mir den nur diesen einen holen will für 1,99 €, dass ich den da spielen kann. Soll ich das machen? Oder bin ich eher ein Fan von allgemein von dieser Art von Games? Mega Twins, wie ihr hier seht, oder Chiki Chiki Boys, wie es in Japanisch heißt. Das ist ein ganz nettes Arcade-Jump'n'Run. Fast schon so ein bisschen Wonderboy-Charakter oder Wonderboy in Monsterland. Nur ein bisschen actionlastiger, würde ich persönlich sagen. Entweder einzeln diese Games kaufen oder es gibt Pakete, die ihr euch holen könnt. Es gibt insgesamt 3 Pakete, die dann thematisch Spiele gemeinsam ja, im Bundle anbieten. Ich glaube, das ist hier beim ersten nach Jahreszahlen gedreht, wo es dann heißt, so, ey, die Capcom-Hits so Anfang der 80er oder von Mitte der 90er. Na, doch, da hätte ich doch da den hauen können. Von Mitte der 90er und so weiter und so fort, wo eine Handvoll Titel dann zusammengefasst sind, die dann in einem Paketpreis angeboten werden. Ich guck mal kurz, dass ich nicht durcheinander bekomme. So, ihr könnt, es gibt 3 Pakete à 15 €. Das würde heißen, wenn ihr euch einzeln diese Pakete holt, und ich spiele gerade nicht besonders gut. Start mal hier, fortsetzen. Was ist Start hier? Ach, Minus, fortsetzen. Ach Gott. Die Select-Taste. Und hier habe ich jetzt zurückgespult. Darf ich auch nicht aus Versehen auf die L- und R-Tasten kommen. Das kommt, wenn man erklärt und das macht. Also, ihr habt 3 Pakete, die dann jeweils dann insgesamt die Spiele dann zusammenholen. Die gibt's dann zusammen für 45 €, wenn ihr sie euch einzeln holt. Oder ihr sagt, ich hole mir alle Spiele von Anfang an. Und dann kostet das 39,99 €. Also so ein bisschen der gängigere Preis für sowas. Und ja, ich kann einerseits verstehen, wenn Capcom da Optionen haben will, weil eventuell sind einige Leute abgeschreckt und sagen, oh, ja, da haben sie sich zwar Mühe gegeben, aber jetzt für solche alten Kamellen will ich da so viel Geld ausgeben. Vielleicht will ich ja nur eins erstmal haben und komme dann auf den Geschmack und kaufe mir dann so ein bisschen mehr was. Aber für mich kommt das so arg fragmentiert vor, muss ich sagen. Ne? Also ich hätte dann lieber gleich standardmäßig einfach das volle Paket. Also als jemand, der solche Spiele dann auch gerne dann direkt verfügbar haben möchte, würde ich mir natürlich das volle Paket holen. Und dann wieder gucken zu müssen, okay, aber wenn ich mir separat was hole, kostet dann nochmal 5 € mehr. Und ab und zu mal, Capcom benutzt das hier auch, um manche Titel kostenlos anzubieten. Da gab es jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, wir haben auch nochmal genug gesehen davon, da gab es jetzt gerade eine Aktion, wo es hieß, ey, für das Beat'em Up, für das Arcade Stadium kriegt ihr Street Fighter 2 for free. Könnt ihr eine Zeit lang runterladen, weil wir feiern gerade den Geburtstag von Street Fighter. Also ab und zu mal können sie es auch so benutzen, um irgendwelche Werbeaktionen zu machen. Ich fand es jetzt okay, der Durchschnittspreis ist auch in Ordnung. Eventuell hat man viele dieser Games auch in anderen Collections schon mal drin. Deshalb muss man schauen, inwiefern, wie viel man sich davon holen möchte. Wir gucken auf die nächste Mats. Wenn das noch nicht genug wäre von Capcom, haben Capcom gerade in der Arbeit das Capcom Arcade Second Stadium
für Multiplattform angekündigt. Es sollen wohl noch mal 32 Titel sein, aber ich habe auf der Webseite nachgeschaut und da sind 30 Titel im Moment vermerkt. Es kann also sein, dass da vielleicht noch mal 2 Bonustitel kommen, die jetzt als Überraschung sind. Die, soweit ich sehen konnte, zum großen Teil sich jetzt nicht mit dem ersten mit dem ersten Arcade Stadium dann doppeln. Da sind durchaus andere Games mit dabei. Capcom hat ja eine sehr reiche Geschichte an Arcade Games, die sie mal verwursten können. Allerdings sind auch ein paar Doppelungen mit anderen Collections drin. Zum Beispiel ein paar Darkstalkers Titel findet man jetzt drin, wenn man sich das Beat'em Up Bundle und das Capcom Second Arcade Stadium, wie es auch immer hieß, dann nochmal zulegen möchte, sondern extra darauf aufpassen. Ich habe persönlich schon Bock drauf. Ich muss aber auch sagen, hätte das nicht einfach als Pakete im ersten Spiel nochmal mit reingepasst? Wozu brauche ich denn da ein zweites Game? Na? Oder will man das vielleicht retailmäßig dann nochmal als Bonuspaket rein ins Regal stellen lassen wollen von Sammlern oder so? Aber auch wenn das schick gemacht ist, ich sehe nicht so ganz den Sinn eben als separates Ding, wenn man schon das erste Frontend, das erste Sammelbecken für diese Games hat, da die ja eh einzeln angeboten werden. Ist ja nicht gerade schwierig, jetzt die virtuelle Spielhalle mal einen Raum da dran zu bauen und dann noch mehr Automaten reinzustellen, anstatt das Capcom Arcade Second Stadium hier mit drin zu haben. Wenn es bei 30 Spielen bleibt, lass mal gucken, Capcom Arcade Stadium, 30 bei jeder 15, dann sollte es sehr ähnlich vom Preis für die einzelnen Games aussehen. Ja, genau. Also es sollte sehr ähnlich wie beim ersten so der Durchschnittspreis sein, dann müssen wir den nicht nochmal extra hier erwähnen. So, jetzt, ich habe mal mitgebracht, was ich euch hier kurz zeigen möchte, wir werden uns gleich eine modernere Collection uns angucken, aber das ist eine Sammlung, mal gucken, dass es nicht dann zu sehr spiegelt, die habe ich mir aus Japan importiert für die PlayStation 2, das ist die Monster World Complete Collection für die PS2, ist eine Sammlung an sehr, sehr vielen Wonderboy-Titeln und Games, eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich die immer persönlich sehr, sehr gern gespielt habe und diese Titel wurden ja häufiger nochmal neu aufgelegt, remaked, fortgesetzt, inoffizielle Sequels mit Monster Boy hat man und so weiter nochmal davon bekommen. Allerdings die Originaltitel in so einer Collection, die wurden erst kürzlich wieder nochmal herausgebracht. Das müsste PS4 und Switch sein und wir werden gleich in die Switch-Version hier reingucken. Gehen wir ins Ingame rein. Das ist die sogenannte Wonder Boy Collection, kostet 29,99 und hat deutsche Texte, 29,99, wenn ihr es euch kauft, und hat, ihr seht, 4 Spiele sind da drin. Das originale Wonder Boy von der Arcade, Wonder Boy in Monsterland aus der Arcade, Wonder Boy in Monster World, das Action-Adventure, Metroidvania-mäßigere Game vom Mega Drive, und Monster World 4, haben wir auch zuletzt ein polygonales Remake davon gesehen, auch vom Mega Drive, auch hier in der Originalfassung. Das sind, auch wenn hier eine Collection drin steht, ich nehme das originale Wonder Boy, das kann man eigentlich nicht genug spielen. Wenn man so eine Collection dann macht mit sehr, sehr vielen Titeln, die PS2-Collection, die ich euch gezeigt habe, hat wesentlich mehr als 4 Titel drauf. So, wie werfe ich Geld hier ein? Das ist immer. Hier ist es L3. Okay. Let's start it. Mit richtig Start. Okay. Also, Collection, die ich dann für die PS2 geholt habe, habe ich mir damals importiert, hat, wie viel hat sie damals gekostet? Ich glaube, das lag auch so im Bereich so bei 30, 40 Euro umgerechnet, weil das eher so ein Budget-Ding gewesen ist. Aber dafür habe ich da nicht nur die Original-Arcade-Version von der Handvoll Titel bekommen oder die Mega Drive-Originalfassung, sondern es waren auch diverse Portierungen mit drin, wo ich sagen kann, oh, vom Wonder Boy kann ich mir noch mal die Master System-Version angucken, die vielen Leuten extra gefallen hat, die noch mal ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht hat. Es gab Länderversionen, dass ich bei manchen Games dann die Original-Japanische mir angucken kann, die ein bisschen anders gewesen ist, oder die Englische mit englischen Texten, dass ich die spielen kann. Und da sind durchaus, wenn man die einzelnen Version zusammenzählt, bestimmt 20 plus Games drauf gewesen. Ne? Was da vielleicht fehlt, ist eine verständliche Version von Monster World 4, weil dieses Spiel wurde damals erst im Nachhinein als Download-Fassung lokalisiert ins Englische. Also ist das der einzige Makel, den ich da ganz groß sehe, ist, dass ich da kein englisches Monster World 4 spielen kann. Ansonsten aber war es für damalige Verhältnisse eine sehr tolle PS2-Collection. Bei der hier, ja, ich mag die Games, aber ich mag die Games noch. Die Emulationsqualität ist sehr gut. Und ich habe solche Features wie das hier, dass ich nämlich zurückspulen kann. Und mir. Oh, so weit hätte ich nicht zurückspulen sollen. Moment. So, da wollen wir ja noch vernünftig vorbeikommen hier.
So, mal hier kurz warten. Da helfen einem, soll ich sagen. Ich finde hier bei dieser Collection Emulationsqualität, Features, die man hat. Ich gehe mal kurz. So, wie aktiviert man das Menü immer? Bei 500 Collections werde ich hier auf jeden Fall jetzt durcheinander kommen. Select war das. Nicht nur die Rückspulfunktion, man kann auch vorspulen, man kann verschiedene Videofilter mit dazu packen. Ich konnte warum auch immer den Hintergrund nicht ausmachen. Also hier kann man sich solche Sachen angucken, was die Skalierungsoptionen angeht. Schöne Filter, durchaus so Retro-Shader und so weiter. Rein mechanisch ist das alles gut, aber ich finde so als Paket, das reicht eigentlich auch, weil bei Wonderboy kann ich mich auch sehr, sehr stark verzetteln. Gott, gleich fällt er runter. Fällt er runter? Nee, noch nicht. Jetzt ist er runtergefallen, weil ich nicht am Controller war. Genug von der Collection hier. Ich fand's, wie gesagt, ein bisschen ja, schade, dass wir für den Preis von 30 Euro eben 4 Spiele bekommen. Wenn man's grob durchrechnet, wären das 7,50 Euro pro Game. Sind die Spiele durchaus wert, aber ist schon ein sehr hoher Durchschnittspreis, muss man sagen. Was erschwerend hinzukommen, wir lassen die nächste Mats laufen. Das ist nicht die einzige Wonderboy Collection, die es gibt, sondern es gibt auch die Wonderboy Anniversary Collection. Fast genau wie dieses Paket, was wir hier haben, aber wundersamerweise 2 weitere Games mit dabei, mit Wonderboy in Monster Lair, was ein Arcade-Game gewesen ist, und Wonderboy 3 The Dragon's Trap, was das beliebte Metroidvania-artige Game vom Master System gewesen ist. Und nicht nur das, sondern auch verschiedene Ports und Umsetzungen, wie das Wonderboy vom Master System oder vom Game Gear, Wonderboy Monsterland vom Master System. Insgesamt auch hier 20 plus Spiele, wenn du die verschiedenen Versionen damit reinnimmst. Und das wirkt mehr wie eine Collection. Das Problem ist hierbei, dass es eine limitierte Collection ist. Das heißt, wenn ihr euch das hier kaufen müsst oder kaufen möchtet, habt ihr einerseits erstmal ein bisschen Zwang, das rechtzeitig zu machen, weil die Stückzahl ist sehr, sehr gering, in so mehrere Tausender-Bereich ungefähr. Es gibt auch noch so Special Editions, wo noch mal ein bisschen mehr was drin ist. Standardmäßig, wie gesagt, die 4er Game Collection kostet 30 Euro. Diese Anniversary Collection, wo alles drin ist, fängt ab 50 Euro an, wobei die 50-Euro-Version auf der Switch schon ausverkauft ist auf der Webseite. Das heißt also, wenn ihr es auf der Switch haben wollt, in der Anniversary Collection müsst ihr zur teuren Limited Whatever Collection mit mehr Goodies dann zurück. Und die war so bei 100 plus Euro und es gab sogar noch teurere, also 100 Euro die eine und die andere noch mal ein bisschen mehr. Und man wird gezwungen, also das Retail zu holen, weil man kann es digital gar nicht kaufen. Ne? Und das finde ich, hinterlässt einen sehr schalen Nachgeschmack. Ne? Weil so cool ihr so eine Collection macht und so toll die Titel sind, die wieder neu aufgelegt werden, weiß ich, ob man das unbedingt dann unterstützen sollte oder nicht. Ne? Wenn dann limitiert, ohne digitale Fassung, mit solchen Oldschool-Titeln, sind bestimmt schöne Pakete, die da geschnürt werden und alles, aber das wirkt für mich sehr nach irgendwelche Zwänge und FOMO, ne? Fear of Missing Out, dann noch ausnutzen wollen bei vielen Leuten. Und ja, finde ich persönlich nicht so cool. Da gibt es ein weiteres Beispiel leider dafür. Wir lassen die nächste Mats laufen. Und bei der ist es so, die gab es im letzten Jahr, die haben Kollege Fabian und ich im letzten Jahr hier gespielt, die Turrican Collection, auch von den gleichen Leuten. Ich glaube, da einen Games und Strictly Limited ist der Shop, wo man es dann entsprechend haben kann. Und die Turrican Flashback Collection hat 4 Turrican-Spiele, Turrican 1 und 2 vom Amiga, Turrican, Mega Turrican vom Sega Mega Drive und Super Turrican, das erste Super Nintendo Turrican. Dieses 4er-Paket, sehr ähnlich geschnürt, wie wir die Wonderboy Standard Collection hatten. 29,99, ja, 4 Spiele, also grob 57. Und auch die Collection, sehr gut gelungen, tolle Titel, wieder nochmal hervorgebracht, ein paar schöne Features, was die Darstellung angeht, spielt sich auch gut. Ich habe sowohl auf der Switch als auch auf der PS4 gespielt. Wie gesagt, Fabian und ich haben es hier auf dem Sender mal ein bisschen ausführlicher gezockt. Aber bei der Collection ist es auch so, dass das ist das Paket, was jetzt letztes Jahr angekündigt wurde. Es gibt daneben aber auch noch die Turrican Anthology, die dann aus 2 Spielpaketen bestehen, die einzeln 34,99 dann kosten und die eine Handvoll Spiele mehr jeweils haben. Also wo dann zum Beispiel die Turrican 3 Payment Day Version vom Amiga auch nochmal mit drauf ist oder Super Turrican 2, der Titel, der ganz gefehlt hat. Was ich da nicht drauf gesehen habe, war zum Beispiel, ich meine, dass da nicht Turrican vom NES ist, was ja nochmal ein bisschen eigenständig gewesen ist, also das auch mit potenziellen Lücken drin. Auch die C64-Originale waren nicht mit dabei auf diesen Collections. Wir lassen mal das Bild einblenden, das nächste.
Da seht ihr die Ultra Collectors Edition, die beide Anthology Games drin habt. Da auf dem Bild mal dargestellt in der PS4 und der Switch-Fassung. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass ihr vielleicht beide bekommt für 199 Euro mit anderen Kinkerlitzchen, mit einer Figur und Soundtracks und allem drum dran. Sieht ja alles ganz cool aus. Aber auch wieder in limitierter Art, auch nicht als Download erhältlich und auch hier wieder speziell gemacht. Ich bin kein Fan davon, wenn man nicht mal eine Download-Fassung anbietet, dass es solche speziellen, limitierten Versionen gibt, die man dann nur Retail sich holen kann. So cool dieses Paket ist, ich persönlich werde mir das jetzt nicht noch mal extra zulegen und auch nicht die Anthology Editions wie die Handvoll Spiele mehr, weil ich habe jetzt hier diese Version, die so da ist und die ist auch schon ganz cool gemacht. Aber naja, denkt lieber noch mal drüber nach, bevor ihr sowas supportet. In dem Zusammenhang würde ich auch mal, auch wenn es ein bisschen moderner ist, aber ein bisschen ähnlichem Fall zeigen wollen. Das hier ist die Danganronpa Decadence Collectors Edition. Ich habe vor einiger Zeit im Game Talk ja nochmal drüber gesprochen. Bin Fan von den Danganronpa-Spielen. Das sind Visual Novels, Murder Mystery-Sachen. Und da fehlte mir der dritte Teil auf der Vita. Den habe ich nur als Download. Aber die ist mittlerweile so teuer. Ich will keine 150 Euro für einen Vita-Titel ausgeben. Aber es gab diese Collection auf der Switch, wo man die drei Hauptteile der Serie plus ein Bonus-Spin-Off als Game bekommt. Kann man normal auch kaufen. Und zumindest das letzte Game sich als Download. Ich wollte das als Collector's Edition haben. Die Collector's Edition ist leider nicht so geil. Also zwar von den die Tin, also die Verpackung ist ganz nett. Allerdings die Spiele selber sind nicht geil portiert drauf. Auf der Switch habe ich es mir extra geholt, weil ich dachte Touchscreen, weil es sind so Point-and-Click-Adventure-mäßige Games. Touchscreen funktioniert nicht auf der Switch. Die Performance ist teilweise sehr schlecht bei den Spielen, dass sie ruckeln und zuckeln. Checkt solche Sachen noch mal im Vorfeld. Ich war jetzt leider ein bisschen disappointed davon, dass die Qualität nicht so gut gewesen ist. Die nächste Collection, in die wir reinschauen, die gibt's schon ein bisschen länger, aber da war es mir noch mal wichtig, die zu zeigen. Und wieso will er jetzt ein Update runterladen? Das will ich gar nicht. Lass mich mal so starten. Download abbrechen. Okay. Weil die Switch will natürlich gerne, wenn man die Kassette länger Software starten. Ja, es reicht mir. Nein, nicht runterladen. Darf ich nicht? Okay, dann lade ich das Update runter und währenddessen schauen wir uns die nächste Matz an und wir spielen dann diese Collection gleich. Was ihr hier seht, ist die Taito Milestones Collection. Da wollte ich eigentlich im Nachhinein drauf eingehen. Taito, eine Firma, die natürlich viel Arcade-Games und auch viel im Heimbereich gemacht hat. Und deren Spiele, über die hatte ich zuletzt schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Die hatten nämlich das sogenannte Taito Egret Mini 2 Cabinet rausgebracht, so ein Minispielautomaten, der etliche Taito-Games inklusive großer Hits wie Space Invaders und Bubble Bobble und wie sie alle heißen, da mit drauf hatte und kleinem drehbaren Schirm, was man sagen kann, okay, das war ja fast schon wie so eine Collection, aber ihr habt noch die Hardware mit dazu bekommen, mit der ihr sie spielen könnt. Und jetzt, einige Zeit später, ist auf der Switch die sogenannte Taito Milestones Collection rausgekommen. 39,99 kostet sie mit 10 Spielen. Das macht also einen Durchschnittspreis von grob 4 Euro. Was bei dieser Collection jetzt ist, ihr habt eine Handvoll Titel, ein paar von denen sind auch in diesem Taito Egret Mini dabei gewesen. Aber ansonsten habt ihr hauptsächlich ältere Titel hier drauf, primär aus den 80ern, frühe bis Mitte der 80er. Das Einzige, wo ich hier sagen würde, hier sind Ninja Warriors oder Ninja Warriors vom Jahr 87 ist vielleicht noch so ein bisschen das Modernste, was man mitnehmen kann, wo ich auch sagen würde, das ist das Highlight dieser Collection. Aber grundsätzlich, diese Sammlung, 10 Spiele, von denen auch die Mischung ein bisschen weird ist. Da gibt's so ein bisschen ein paar Sachen wie Check and Pop. Das könnte man sich gegebenenfalls noch mal anschauen, weil Check and Pop ist der inoffizielle Vorgänger von Bubble Bobble. Könnte man also Interesse halbers mal reinschauen, was sie dann damals damit gemacht haben. Aber ich finde diese Sammlung an den Spielen für 40 Euro insgesamt ist so semi-cool. Und diese Games, wie sie da drauf sind, basiert auf der sogenannten Arcade Archives Collection. Es gibt häufiger mal alte Spielautomaten, Neo Geo Games und so weiter. In der Arcade Archives Sammlung, da werden diese Spiele für 6,99 als Download angeboten. Und die kann man auch einzeln kaufen. Die Spiele, die ihr da drauf seht, sind anscheinend alle aus diesen Arcade Archives, diese Version entnommen worden und wurden in diese Collection zusammengeklatscht, damit man sagen kann, hey, wir hatten das gerade schon so fertig, ganz viele Taito-Games, hier habt ihr sie nochmal in der Sammlung in einem Paket zum ins Regal stellen. Wenn ihr die einzeln holen wollt, dann kosten die 6,99. Das bedeutet also, bei 4 Euro Durchschnittspreis für ein Game in dieser Collection spart ihr nochmal einiges. Aber will man auch diese Games in dieser Zusammenstellung haben, unbedingt? Ich würde fast eher sagen, ich persönlich würde nur die 6,99 für The Ninja Warriors ausgeben und bei den anderen muss ich die nicht unbedingt haben.
Aber gut, dazu mal was gesagt. Die Collection wollte ich zeigen. Jetzt ist das Update runtergeladen. Die sogenannte SNK 40th Anniversary Collection. SNK. Bevor sie das Neo Geo gemacht haben, haben sehr viele andere Arcade-Games gemacht und auch Heimgames. Und die haben vor etlichen Jahren diese Collection rausgebracht, wo viel auch sehr Oldschooliges mit dabei ist. Aber auch ein paar sehr interessante Titel. Crystalis ist ein Top-Down-Action-RPG, Action-Adventure, ein bisschen Zelda-artig, was auf dem NES rausgekommen ist. Da kann man ein bisschen so das Vorschauvideo sich hier angucken, was ich sehr cool fand, weil das war einer meiner Favoriten aus der damaligen Zeit, das ich immer sehr gern gespielt habe, ist hier mit dabei. Aber es sind auch ganz klassische Arcade-Games wie, nehmen wir mal Ikari Warriors 2, jetzt hier die Top-Down-Run-and-Guns in der Arcade, als auch NES-Fassung hier mit dabei, mit speziellen Steuerungsoptionen. Und diese Collection ist nicht nur wegen der Zusammenstellung an Titeln ganz cool, sondern ich kann auch die Region, warte mal, wieder zurück, das andere Y ist es. Das andere Y, ja, komm ich wieder raus da. Komme ein bisschen durcheinander, was das angeht mit den, ich wollte auch die Länderversion noch wechseln. Gehen wir wieder zurück. Ach, Region wechseln, X, Y-Option, ich bin blöd. Ja, man kann auch die japanische Version hier jeweils reintun, wenn man das dann möchte. Was cool ist bei denen, du hast vorgefertigte Spieldurchläufe drauf, die du dir angucken kannst. Ich will mal Ikari Warriors 3, wir nehmen mal die Arcade hier. So, wir gehen mal auf Ansehen, das müsste, glaube ich, hier so sein. Ein kompletter Spieldurchlauf dieses Games ist hier mit drauf auf dem Modul. Das heißt, ich kann jetzt hier vorspulen, wie jemand dieses Spiel durchgezockt hat. Und das Ding ist es, ich kann hier Pause machen und ich kann Start drücken. Und ich glaube, es ist Wiedergabe. Und jetzt kann ich selber spielen. Das heißt also, es ist nicht ein Video, was ich mir angeguckt habe, sondern es ist quasi ein digitaler Playthrough, der hier gespeichert wurde, bei dem ich vor- und zurückspulen kann. Und ich kann hier einfach zum Ende oder irgendwo zum Game hingehen und dann selber einsteigen und von da aus weiterspielen, was ich eine mega coole Sache finde. Keine Ahnung, warum das keine anderen Hersteller bisher gemacht haben. Das ist ja auch so eine Emulatorenfunktion, wo dann irgendwie die Eingaben gespeichert werden. Das ist wie so eine Art Replay dann funktioniert. Und hier wurde das erstmals in so einer Collection-Sache benutzt. Ne? Und auch Emulationsqualität und andere. Also jetzt kriege ich richtig hier auf die Fresse, weil ich habe mich jetzt mittendrin in Ikari Warriors 3 gewagt. Und dann funktioniert das natürlich nicht ganz so gut, wenn ich einfach mittendrin reingeworfen werde. So, wie komme ich raus? Mit Select. Im Mausspiel beenden. Aber sowas hätte ich gerne öfters und auch anderswo nochmal gesehen. Es gab als Bonus, das hatte ich mir damals hier als Retail-Version sozusagen dann ins Regal gestellt. Es gab auch etliche Titel, die als Download mal for free angeboten wurden. Unter anderem Search and Rescue, was ich eigentlich auch ich weiß gar nicht mehr, ob ich es mal gefeatured habe oder ob ich es gerne featuren wollen würde, aber das wollte ich sowieso irgendwann mal im Retro-Club drin haben, weil dieses Game, das ist so eine kleine Entdeckung gewesen. warte mal, wie schmeiße ich Geld rein? Gehen wir auf Start, Insert Coins. Okay, jetzt hat er wohl Start gemacht und so weiter. Ist ein Top-Down-Run-and-Gun mit Sci-Fi-Thematik. Allerdings mit extrem hohem Splatter-Faktor. Ja. Dieses Game, das nur in der Arcade erschien, war damals wohl nicht im Blick der BPJM oder BPJS. Jedenfalls, und ich könnte mir vorstellen, auch wenn das Alien-Thematik und Monster und Zombies und so weiter sind, aber ich habe selten Pixel-Art-Titel gesehen, die so stark gesplattert haben, wie der hier. Also, ich schieße hier. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wenn ich die Gegner weghaue, werden sie schön weggemöpst und fallen auseinander. Das sind ja Alien-Zombies, ist ja auch vollkommen okay. Aber bei solchen Collections, wenn ich nicht über alle Titel Bescheid weiß, das sind dann schöne Entdeckungen, die man hat. Ja? Das war zum Beispiel jetzt hier so ein Titel, wo ich selber gesagt habe, ey, cool. Ja, es spielt sich sogar ganz nett und ist wirklich so ein kleines Kuriosum für die damalige Zeit. Ja, was für einen Aufwand hier sie in die Pixel-Art hier so reingetan haben. Das kann man unter anderem mit dieser Collection hier dann benutzen. Das ist eins der Highlights für mich. Kristall, das habe ich erwähnt. Im Grunde das Angebot von... Oh, jetzt bin ich da ins Loch gefallen. Das war natürlich nicht so gut. Das Angebot von SNK 4... Konnte ich nicht noch ausweichen hier? Ja, das war die Taste zum Ausweichen. In den Zeiten vor dem Neo Geo war SNK so ein bisschen gemischt, was das Spieleangebot angeht. Also manche Sachen konnten cool sein, aber nicht
hattest keine Erfolgsgarantie oder gesagt, ey, du kriegst immer so ein geiles Spiel. Aber dafür so ein paar nette kleine Perlen zu entdecken, ne, die man sonst dann nicht bekommen würde. Und wie gesagt, die Art der Umsetzung von dieser Collection, gerade mit diesem Playthrough, was man anmachen kann, ist echt, echt schön gelungen. So, machen wir den Xenomorph noch fertig. Der splattert auch ordentlich aus. Ah, komm, komm, kommt hier. Auch du. So, würde sagen, es reicht, weil bei dem Spiel kann mich auch schwer von loslösen. Ich guck mal kurz, was ich mir aufgeschrieben habe für den Durchschnittspreis. Also, da sind für 39,99 kriegt man laut der Angabe von SNK oder der Macher der Collection 25 Games. Allerdings, eigentlich sind es 24, weil das Spiel Baseball Stars gibt's nur in der Xbox-Version, warum auch immer. Eigentlich sind es aber wieder mehr, weil die Arcade- und Heimversion von den Spielen, die teilweise sehr unterschiedlich sind, welche es verfügt haben, die werden als ein Spiel gezählt. Wenn man jeden einzelnen Titel nimmt, wären es 33 statt 25. Bei 25 Spielen wären es 1,60 Euro Durchschnittspreis, bei 33 Spielen 1,21 Euro Durchschnittspreis. Also auch gibt's hier nicht besonders viel, eigentlich relativ günstig, wenn man es so mitnehmen möchte. Wir haben dann gleich noch mal, wir gehen gleich noch mal, wir waren bei Capcom teilweise vorhin, haben ein bisschen jetzt bei SNK. Lass uns zu Konami rübergehen und die nächste Matze uns anschauen. Die Collections müssen wir natürlich auch erwähnen, gibt's auch seit einiger Zeit. Die Contra Anniversary Collection 2019 rausgekommen, Multiplattform, und hat diverse Contra- und auch Provotector-Titel, also die gute alte Run-and-Gun-Serie von Konami, dann nochmal schön aufgewertet für viele verschiedene Plattformen. Sogar japanische Editionen sind von manchen Sachen dabei. Und wie gesagt, auch eine Handvoll der Provotector-Euro-Versionen, die für die Leute, die gerne mit Robotern das spielen, leider nicht komplett, sondern da könnte man auch noch durchaus ein paar mehr Titel dann drin haben. Ich habe so die Probotector 2 NES-Version vermisst, die nicht da vorhanden ist, aber man hat Probotector vom Mega Drive und auch das Contra Hardcore, wie es in der Originalversion hieß. Diese Collection, wenn ihr sie euch holen wollt, gibt es für 19,99 und da sind 10 Games drin, plus von einigen Titeln noch die Japan-Version. Wenn man die Japan-Version jetzt nicht mit reinzählt, weil die sind im vielen Dingen dann oft, oh, der Titelbildschirm ist ein bisschen anders und der Text ist nicht lesbar, gibt's eine Handvoll andere Varianten. Und da sind auch die Probotectors mit reingezählt, was ja eigentlich auch nur Sprite-getauschte Versionen der Originale sind. Wären wir bei, wo sind wir hier, 1999, 10 Games. Wenn wir bei 10 Games bleiben, wie die Zielvariante von denen ist, dann ist man bei 1,99 pro Spiel. Das heißt, das kann man sich gerne mal so geben, wenn man den möchte. Und die gibt's durchaus auch häufiger mal günstiger. Ne? Da müsst ihr nicht 19,99 holen. Ich glaube, die habe ich zuletzt mal für 7,99 oder so gesehen. Sollte man sich eigentlich als Fan dieser Serie gerne zulegen. Das Begleitstück dazu war folgende Collection hier. Als die Contra Collection erschienen ist, gab's nämlich auch die Castlevania Anniversary Collection. Hier auch in der Switch-Version. Auch die, auch nicht komplett, primär frühe Konsolentitel und Handheld-Titel, die mit dabei gewesen sind. Seht hier die originalen drei NES, Castlevania, Super Castlevania, Castlevania Adventure und Belmont's Revenge vom Game Boy, aber nicht der dritte Game Boy-Teil mit Legends, glaube ich, hieß er, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Du hast Castlevania Bloodlines, respektive New Generation, wie es in Europa hieß, und Kid Dracula erstmals im Westen erschienen, nachdem das ein originaler NES-Titel war, der nur in Japan erschienen war, plus Bonusversionen, die japanischen zum Umschalten. Wir haben natürlich die falsche Taste gedrückt. Das wollten wir nicht machen. Kreis muss man bestätigen bei der Switch, bei Nintendo-Spielen. Was hier interessant ist, gerade bei den japanischen Versionen, die japanische Version von, ich mach sie mal kurz an, genau, Akumajo Densetsu, das ist nämlich Castlevania 3 vom NES, das hatte in der japanischen Version einen separaten Audiochip mit drin, oder bessere Audiofähigkeiten, besser gesagt, so, dass da ein FM-Sound mit dabei. Start muss ich drücken, nicht die andere Taste. Viele Collections, viele verschiedene unterschiedliche Steuerungen. Da reinkommt. Hier kann man speziell die japanische Version nochmal spielen, weil du dann eben den besseren FM-Sound oder den anderen FM-Sound hast. Und da finde ich, sowas rentiert sich dann extra nochmal solche Länderversionen reinzutun. Schaut gerade, ich habe jetzt gerade nicht besonders viel verändert an den Rahmen- und Bildoptionen. Die Emulation an sich, sowohl bei der als auch bei der Contra Collection, da das Portierungsstudio M2
da dran stand, die sowas sich auf die Fahnen geschrieben haben. Gibt's da relativ wenig, was man meckern kann in der Spielbarkeit und der Qualität. Ich hätte mir hier und da ein bisschen mehr Optionen gewünscht. Hier gibt's nicht so ein Replay, was man sich vorab anschauen kann, wo man jederzeit angreifen kann. Aber es gibt eine Replay-Funktion, wo man selber was speichern kann. Also wenn man selber so ein Replay aufgebaut hat, finde ich so semi nützlich, aber warum nicht, wenn sie sowas einbauen. Verschiedene Display-Settings, und hier die falsche Taste gedrückt, Kreis zum Bestätigen, wo man hier verschiedene Größen des Bilds sich dann nehmen kann. Mal mit Scanlines, also mit Filtereffekten, mal weniger. Es ist irgendwie bei jedem Titel, da es unterschiedliche Konsolen sind, so ein bisschen ein Glücksspiel, was man bekommt. Original hätte ich jetzt hier auch 4:3 getippt, aber das ist es nicht beim NES. Pixel Perfect ist ein bisschen breiter und nicht schmaler, wie es mir hier angezeigt wird. Also man muss so ein bisschen herumdödeln. Ich hätte gerne 4:3 mal ohne Scanlines gehabt, die kann man leider hier nicht so ausschalten. Gehen wir mal hier auf Original, dann wird es wahrscheinlich am ehesten funktionieren. Oh, man kann sich drei verschiedene Rahmen aussuchen, inklusive ausschalten, wenn man es mag, oder eben ein bisschen Kladderadatsch da an der Seite. Beide Collections, ja, ich habe mir die extra hier auf der Switch dann nochmal eben geholt, weil die haben sich extra für mich angeboten für unterwegs, wenn ich mal eine Bahnfahrt oder sowas habe, kurz mal ein bisschen Castlevania, ein bisschen Contra zu spielen. Das funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Auch diese Collection, sehr ähnlich wie die Contra Collection, standardmäßiger Preis 19,99. Allerdings von Haus aus werden hier 8 Titel, glaube ich, gezählt, ja, ohne die Japan-Version damit reinzunehmen, wenn man die separat haben möchte. Also sind wir bei 2,50 pro Titel mit dem nicht runtergesetzten Preis, also ein bisschen über der Contra Collection. Aber die Contra Collection schummelt auch ein bisschen, weil sie Probotector-Spiele, die eigentlich die Standard-Games sind mit anderen Sprites, auch zu diesen 10 dazu zählt. Nichtsdestotrotz, gute Collections mit leichten Abstrichen hier und da und hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Kann ich beide eigentlich empfehlen. Und ich mal, dass ich mal kurz in den nächsten Raum hier reinkomme. Bei Castlevania haben wir schon so oft gesehen, müssen wir, glaube ich, nicht so ultra viel machen. Ah, komm, den hau ich noch weg. Zack, weg mit dir. So, genug davon. Haben uns davon noch mal was angeschaut. Und bevor wir in die Werbung gehen, es gibt eine weitere Castlevania Collection, die im letzten Jahr erschienen ist, wo wir das aufnehmen, nämlich 2021. Da gibt es für 1999 4 Games da drauf. Und es sind nämlich die 3 Game Boy Advance-Spiele, die Castlevania Advance Collection plus ein Super Nintendo-Spiel, was in dieser Collection nicht drin war, mit Dracula X. Also 4 Games, 5 € pro Game. Und da hatten die so einen schönen Werbespot produziert. Da will ich nicht drüber labern. Deshalb schaut ihn euch einmal an. From the annals of horror, a name synonymous with fear returns. The Castlevania Advance Collection. Thrills. Chills. Terrifying creatures to shock your senses. A bone-chilling triple feature of Castlevania classics. Castlevania Circle of the Moon. Worshippers of Chaos try to resurrect Dracula. Now it's up to Nathan Graves to stop the full moon ritual before it's too late. Castlevania Harmony of Dissonance. Just Belmont is the descendant of the legendary vampire hunter. Now he must find and destroy Dracula's remains once and for all. And Castlevania Aria of Sorrow. In the distant year 2035, Soma Cruz is mystically transported to Dracula's castle. Will he return home, or will he be consumed by his mysterious newfound power? Featuring an exclusive screening of Dracula X, the bold reimagining of the Japan-exclusive Rondo of Blood. Dracula is back and out for revenge on the Belmont clan. Relive the action by rewinding in real time, so you can tremble in terror or face your fears over and over again. Swap between titles and discover exclusive bonus content. Run, don't walk, 2. The Castlevania Advance Collection, available now. Ja, der Durchschnittspreis ist höher bei 5 €, aber lohnt sich auf jeden Fall für Komplettisten. Und es gibt noch eine weitere Collection, aber es sind nur 2 Titel und die gibt es nur auf der PS4 mit der Requiem Collection. Da gibt es Symphony of the Night und Rondo of Blood. Das ist nochmal ein anderer Schnack, den werde ich bei Zeiten vielleicht nochmal, wenn es um spezifisches anderes Thema geht, angehen. Aber diese 3 Collections, die Contra und die beiden Castlevania Collections, kann man sich sehr gerne zulegen, lohnen sich alle auch für den Standardpreis. Wir gehen kurz in eine Pause und sind gleich wieder da. Und
Und wir sind zurück mit dem Collections Retro Club. Etliche Sammlungen haben wir uns schon angeguckt und ein paar habe ich für euch noch über. Und wir gehen gerne direkt aufs Ingame, dann einmal drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal hier im Retro Club gefeatured habe, aber ich habe häufiger schon mal über die Collection of Mana gesprochen. Drei Titel, einmal vom Game Boy Mystic Quest. Im Original in Japan hieß diese Serie Seiken Densetsu. Wir kennen es hier als Mystic Quest auf dem Game Boy. Secret of Mana auf dem Super Nintendo, natürlich der ganz große Klassiker. Und Trials of Mana. Secret of Mana 2 wurde es gerne auch mal früher genannt, bevor es offiziell für diese Collection auf der Switch damals übersetzt wurde. Und diese Collection kostet standardmäßig 39,99. Hier kriegt drei Spiele mit unterschiedlichen Länderversionen, sogar mit deutschen Texten, wenn ihr das dann so machen wollt. Zwei Super Nintendo Games, ein Game Boy Game, was rausgekommen ist. Also ist das ein Durchschnittspreis von 13,33 grob pro Spiel. Keine Japan-Version hier mit drin, leider. Also es wäre vielleicht auch noch mal ein nettes Ding gewesen, wenn man da das Original mit dabei gehabt hätte. Aber hier, dass die alleine ein Super Nintendo-Spiel genommen haben und erstmals auf Deutsch übersetzt haben, ist schon eine richtig coole Sache. Du hast hier einige Optionen bei den Collections. Du hast einen Quicksave, was du machen, den du machen kannst. Den laden wir hier auch mal. Man sieht also, ich habe diese Collection ein bisschen schon länger nicht mehr gespielt, gerade zumindest dieses Spiel nicht. Ich hatte damals Mystic Quest mir nochmal komplett gegeben. Man kann sich Handbücher raussuchen, man kann sogar Multiplayer machen, wenn denn nötig, wenn die Spiele das unterstützen. Kann ich hier einmal raus. Du hast die Möglichkeit, die Bildgröße jeweils zu ändern. Also so ist ein bisschen der akkuratere Bildausschnitt und man kann es dann auch aufzoomen, hat aber potenziell ein bisschen weicheres Bild und Artefakte. Ich glaube, man konnte den Hintergrund, man konnte den adaptieren. Ist das hier? Nee, ich habe da ein Save gemacht. Warte mal, Hintergrund. Kann ich den hier ändern? Sonst müsste ich das vielleicht im Hauptmenü machen. Auf jeden Fall hast du aber auch teilweise andere Hintergründe, die du machen kannst. Grundsätzlich, Square machen häufiger Remakes, Remaster-Collections wie das hier. Und das fand ich war eine sehr, sehr coole Sache. Vor allem, weil man sowas wie Trials of Mana hier bekommen hat im Original. Erstmals, dass man so richtig spielen kann. Ich habe das Japan-Original seit sehr, sehr langer Zeit bei mir im Regal drin stehen. War sehr froh, jetzt eine offiziell verständliche Version davon zu haben, die nicht auf Fanübersetzung dann gesetzt hat. Und auch das Ding unterwegs auf der Switch zu spielen. Die machen sich schon Mühe und Aufwand. Das müsste auch M2 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Also die auch an den Castlevania Collections und dem anderen Zeug dran gesessen haben. Bisschen anders von den Optionen. Ich hätte mir hier gerne mehr Bildoptionen gewünscht und mehr, was man so mit Hintergründen und anderen Sachen machen kann. Da bin ich immer dafür. Gerne bei solchen Sammlungen, wenn sie auf Emulation setzen, macht mehr an Optionen rein. Gibt den Leuten die Möglichkeit, diese Spiele so zu zocken, wie sie gerne zocken möchten. Heißt aber nicht, dass es auch ohne diese Features dann eine schlechte Collection sein muss. Es geht nur jeweils immer besser. Die Quicksaves, die ihr hier habt, unterstützen natürlich das Spiel dann nochmal. Ist natürlich ein hoher Durchschnittspreis, aber dadurch, dass es auch coole Spiele sind, war ich eigentlich auch bereit, das gerne zu bezahlen damals. Sowohl als Retail als auch als Download. Ich halte es mal ins kleine Fenster hier hoch. Ich habe hier nämlich auch die Verpackungsversion, aber ihr könnt es auch euch natürlich als Download holen, wenn ihr das als Download lieber dann gerne hättet. Ich check mal kurz hier bei der Gameboy-Version, weil die hatte ich damals auch hier durchgespielt. 10 Stunden habe ich gebraucht. Guck mal, die hat ein bisschen einen anderen Hintergrund, aber da kann man auch einige Sachen anpassen. Genau, man kann nämlich die, hier bei dem Gameboy-Spiel ging ein bisschen mehr. Man kann teilweise grünen Look haben mit unterschiedlichen Größen, mit einem Rahmen. Aber irgendwie, dass ich sage, ey, gib mir gar keinen Rahmen, gib mir vielleicht diese Färbung des Screens. Es sieht schon cool aus, die haben schon auch cool und aufwendig gemacht. Ich kann hier auch mal einen Spielstand laden, der ja wahrscheinlich dann so spät im Spiel ist, dass ich jetzt hier nicht mehr damit zurechtkomme. Boah, da bin ich schon kurz vor Ende des Spieles, wenn ich hier meinen Save lade. Haben sie eigentlich ganz cool gemacht hier alles. Und wenn ihr es bisher noch nicht habt als Collection und diesen Titel nicht abgenagt seid, trotz des vergleichsweise hohen Preises, ich schätze mal, andere Firmen hätten das für 19,99 vielleicht angeboten. Square nimmt sich da gerne noch mal so ein bisschen extra Würste raus, liefern da aber häufig eigentlich auch ganz gute Qualität ab. Gegebenenfalls solltet ihr das aber auch, da es mittlerweile schon ein paar Jahre her ist, dass diese Sammlung rausgekommen ist, die auch mal günstiger finden in irgendwelchen Discounts. Und so weiter und so fort. Aber hier, mal kurz in zwei Titel reingeschaut. Und hier, aus Spoilergründen, blenden wir hier raus. Weil soll ich ja selber dann spielen, bis es so weit kommt. Square haben noch eine ähnliche Collection gemacht. Und ich halte mal auch hier, wobei, ich halte erstmal das hier hoch.
Das hier ist das Final Fantasy Adventure für den Game Boy. Das war das Spiel, was wir gerade gesehen haben, nämlich Mystic Quest, hieß Final Fantasy Adventure. In Amerika habe ich das US-Modul noch hier. Was wir uns aber gleich angucken werden, ist hier Final Fantasy Legend. Das ist das Modul zu Final Fantasy Legend 2 und wir lassen die nächste Mats laufen. So ein knappes Jährchen später plus gab es die sogenannte Collection of Saga, Final Fantasy Legend. Die Saga-Serie, eine andere große Rollenspielserie, die damals auf dem Game Boy mit drei Teilen ausgestattet wurde, als Final Fantasy Legends 1 bis 3 in den USA rausgekommen ist, gab es als Dreierpaket mit drei Gameboy-Spielen, nicht unähnlich zur Collection of Mana, dann nochmal für die Switch und später auch für den PC, das ist der Trailer von der PC-Version, aber die geben sich persönlich nicht so viel, mit der Ausnahme, dass man, ich glaube, beim PC auf 4K einstellen kann, wenn man diese Games in 4K zocken möchte. Und insbesondere für Europäer, die natürlich diese Games damals zum großen Teil verpasst haben, weil sie es nicht importiert haben, ganz nette Oldschool-RPGs, die jetzt auch, ich glaube, auf Grundlage einer Mobile-Version hier nochmal in dieser Collection zusammengefasst wurden, weil warum auch immer kannst du bei der Switch-Version ein virtuelles Keypad anmachen, sodass du auf dem Touchscreen Steuerung hast. Und ja, eigentlich hast du ja auch die Joy-Cons dran. Soll ich die Joy-Cons jetzt abnehmen und nur mit der Switch so in der Hand spielen? Weiß auch nicht genau, was der Hintergrund ist. Und du hast ein bisschen weniger Optionen, was die Bildeinstellungen angeht. Sowas hier Färbung des Bildes und obwohl Rahmen sind ein bisschen mehr, aber es wird für mein Gefühl so ein bisschen limitierter mit umgegangen. Immerhin, auch wenn es hier drei Titel sind, Square wollte insgesamt weniger dafür haben. Die offizielle Preisempfehlung oder der Standardpreis 19,99. Ihr kriegt hier diese drei Games und habt immerhin auch die Japan-Version hier mit dabei, wenn ihr die spielen möchtet. Durchschnittlich sind das also 6,66 € pro Spiel. Ist ein bisschen günstiger, ne? Als wenn man dann gleich 39 dann ausgibt. So viel haben wir nicht mehr, aber da ich Geld dafür ausgegeben habe, will ich das auch mal dann euch zeigen. Denn hier, und lass mich das Spiel erstmal kurz anmachen. Shoot'em-ups habe ich häufiger mal hier in der Sendung und auch sehr viele Shoot'em-up-Collections sind in den letzten Jahren rausgekommen. Ich will die richtige machen. Ja, da ist die richtige. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Darius-Serie kennt. Darius, nicht nur ein schöner Name, sondern auch der Name einer Shoot'em-up-Serie. Es kann sein, dass man die Darius nennt, aber ich habe sie immer Darius genannt. Wir gehen aufs Ingame. Da einmal drauf. Taito-Serie M2 saß mal wieder hier dran, also kann man sich überzeugen lassen davon, dass es qualitativ hochwertig ist. Das ist zumindest, was die Emulationsqualität angeht. Die Darius Cosmic Collection Arcade ist eine Sammlung an etlichen Darius Arcade-Titeln mit verschiedenen Versionen. Das Spezielle bei Darius, wo wir hier den ersten Teil in verschiedenen Versionen und den zweiten Teil mit dabei haben, der Westport Sagaia, ich glaube, das war der westliche Name von Darius 2, plus einen speziellen, das sind hauptsächlich Arcade-Titel, die man hier sieht, gab es hier in einem Paket drin zusammen und ich nehme mal die New-Version hier und gib mir den Normal-Mode, weil hier mit dabei, die Darius-Spiele, Shoot'em-Ups, Side-Scroller, die so eine gewisse Cyberpunk-Fisch-Roboter-Thematik hatten, die Gegner, insbesondere die Bosse, sind dann meist große Fische und das Spezielle am ersten Darius-Automaten war, dass das müssten drei Bildschirme gleichzeitig gewesen sein, die nebeneinander aufgebaut waren in so einem Spezialautomaten, sodass man ein enorm breites Spielfeld hatte. So, womit werfe ich hier Geld rein? Das ist die Frage. Ist es Select? Nein. Start? Nein. Okay, wo werfe ich Geld rein, weil ich will hier ein bisschen spielen. Standardmäßig hier eingestellt, fit to screen. Hier habt ihr sehr, sehr viele Optionen, die sonst nochmal mit dazukommen. Okay, das ist Screenshot speichern. Ich habe doch alle Knöpfe jetzt hier gedrückt. Ah, L1 hatte ich nicht gedrückt, natürlich. Ja, und hier in der Emulation für dieses Paket wird zum Beispiel diese Dreier-Screen-Darstellung mit diesem Ultra-Wide-Screen, könnt ihr das hier spielen, kriegt sehr viele Einblendungen mit den Sachen, die am Automaten zum Beispiel dran standen für die Infos. Nicht nur diese Fisch-Thematik in den Spielen drin, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, verschiedene Abzweigungen bei den Leveln zu wählen. Sodass ihr unterschiedliche Wege durch die Games hat, nicht unähnlich zu sowas wie Outrun, aber hier als Shoot'em-up umgesetzt. Und grundsätzlich diese Collection ist cool gemacht, also insbesondere, ich wollte es, weil ich auch mal eine Folge über Ultra-Widescreen-Games gerne machen möchte, die es damals schon gegeben hat zu Automatenzeiten. Oh, da war ein bisschen nicht aufgepasst. Hätte ich es gerne mal featuren wollen und hatte diese Collection im Blick. Aber die Standardpreise waren mir viel zu teuer.
muss ich sagen. Ja, weil die habe ich jetzt im Discount mir geholt. Die gab es zuletzt im Switch Store um irgendwie 2/3 runtergesetzt und habe gesagt, okay, dann ist für mich jetzt so die Grenze erreicht. Dann ist okay, dass ich mir hole. Aber der Standardpreis, der war vergleichsweise zu hoch. So, ich kann eigentlich nicht davon den Blick abwenden von dem Spiel und kurz mal. Ich hoffe mal aufs Beste und lese mal jetzt hier kurz vor. Die Cosmic Arcade Collection kostet 39,99, hat 4 Spiele und insgesamt 7 verschiedene Versionen dieser Spiele dann drauf. Und kostet dadurch also umgerechnet 10 Euro pro Spiel. 39,99. 10 Euro ist schon harter Tobak für solche Sachen jetzt hier. Man muss schon ordentlich Fan sein, wenn man die hier haben. Ich bin nicht mal abgekratzt. Jetzt bin ich abgekratzt, wo ich nicht aufpasse. Es reicht auch, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, dazu erklären. Aber 39,99 ist schon ein ordentlicher Preis für sowas. Und ich finde, ja, das wird ein bisschen knifflig dann dadurch, wenn man es sich extra zulegen möchte. Es ist nicht die komplette Collection, denn wir lassen den nächsten Trailer laufen. Es gibt nämlich noch mehr Darius-Spiele aus dem Heimbereich, nämlich die Darius Cosmic Console Collection. Und diese Console Collection bringt dann diverse Heim-Games, also aus der Darius-Serie vom Super Nintendo, Mega Drive, andere Sachen, die rausgekommen sind, und Ports mit dazu. Beinhaltet 11 Games insgesamt, wobei einige davon sich doppeln, weil es eben dann unterschiedliche Länderversionen oder sowas sind. Wären also 5,45 pro Spiel, weil der Preis ist, Entschuldigung, ich guck durch, ich habe mich verlesen in der Zeile, es tut mir leid, da war ich schon bei der nächsten Collection. Die Cosmic Arcade Collection kostet 54,99, hat 6 Spiele und insgesamt 9 Versionen dieser Spiele, also man wäre bei 9,17 € als Durchschnittspreis, nicht weit weg von den 10 Euro, die man bei der Arcade Collection hat. Und holy shit, damit ich also die komplette Arcade, die komplette Cosmic Collection hole mit Arcade und Console, müsste ich also insgesamt 85 Euro fast ausgeben, oder? Doch, ja, 85 Euro, wenn man das. Wobei, ne, 40. Ne, 95 Euro sind sogar. Ne? 54,99 plus 40 wären wir bei in Richtung 100 Euro, wenn man das zusammen haben möchte, für eine Handvoll alte Arcade-Games. Und wenn die nicht im Discount gewesen wären, dann hätte ich sie mir gar nicht zugelegt, muss ich sagen. Obwohl die Emulationsqualität gut ist, aber was denken die sich denn dabei? Das in 2 Collections aufzuteilen und die dann auch so extra teuer zu machen. Das ist letzten Endes not so cool. So, ich habe schon längst überzogen, aber 1-2 Collections will ich da noch mal reinschmeißen, weil ich die jetzt vorbereitet und ich habe sonst keine Gelegenheit, wo die drin sind. Dann ist die Folge heute mal ein paar Minuten länger. In dem Zusammenhang auch eine andere Collection, die ich dann im Blick hatte und die ich auch erst mit dem Discount mir geholt habe, weil der Standardpreis dafür ist 59,99 € und ich glaube, ich habe sie jetzt für so knapp 20 Euro bekommen. Die sogenannte Space Invaders Collection auf der Switch. Die hat nämlich 11 Games für 59,99 € drin, inklusive ein paar Doppelungen, die mit dabei sind. Also muss man gucken, ob man genau von 11 Games sprechen möchte. Wenn man bei 11 Games bleibt, sind wir bei 5,45 € pro Game. Also eher im Mittelfeld, was den Durchschnittspreis angeht. Let's go to the in-game, weil einmal will ich noch mal kurz drauf eingehen. 59,99 €. Und ihr seht gleich, was da für Titel verfügbar sind. Ja, Space Invaders ist ein ganz, ganz großer Klassiker, aber auch sehr, sehr oldschoolig. Die Invincible Collection war der konkrete Name davon. Und es sind eigentlich ein paar echt schöne Sachen hier mit drin, aber auch ein bisschen mager vom Angebot für die 60 Euro, die man dafür haben will. Das originale Space Invaders, das originale Space Invaders in Farbe, die Fortsetzung, die ein bisschen anders ist, Space Invaders verwandte Spiele wie Lunar Rescue und Space Cyclone, aber ihr seht auch schon sehr, sehr oldschoolig. Hier wird es erst interessant mit Majestic 12 oder Super Space Invaders, das ist das gleiche Spiel, aber in anderen Länderversionen und die Version hat hier nochmal ein paar Upgrades bekommen. Die Space Invader Fortsetzung von 1990, die nochmal ein bisschen was Spezielles reingebracht hat. Ihr habt den Super Nintendo Port des Originals mit Farbfolien und hier wird es erst interessanter, weil das meiste hier ist wirklich Oldschool-Kram. Mich hat eher das Super Space Invaders interessiert, aber mein Hauptgrund war Space Invaders Extreme, was es damals, ich meine, auf dem DS gegeben hat, was hier mit dabei ist, und es gibt ein sogenanntes Space Invaders Gigamax hier noch, was hier mit dazu bekommt, was ein 4-Spieler-Multiplayer-Online-Game auf Space Invaders Basis ist, aber ich gehe hier nochmal kurz rein. Das Space Invaders Extreme, das fand ich immer sehr cool, gehört zu so einer Reihe wie zum Beispiel Pac-Man Championship, wo ein Oldschool-Game mit modernen Sensibilitäten und ein bisschen größerer Hektik und hier unterschiedlichen Level-Abzweigungen hier mit reingepackt wurde. Und was hier besonders cool ist, ist eben, ihr habt diesen Oldschool-Style, aber es wird teilweise sehr extrem und sehr frenetisch. Ihr seht also, da sind die Space Invaders, ich habe die
Möglichkeit, hier zu ballern, mir Specials zu holen und krieg teilweise auch nochmal hier einen ganz, ganz fetten Laserstrahl, mit dem ich was weghauen kann. Hier geht's fast schon mehr nicht nur um Standardsachen weghauen, sondern um Kombos rausholen und schön das Visuelle nochmal in den Vordergrund setzen. Und da habe ich immer recht neidisch zu den Leuten geguckt, die sich das damals importiert hatten auf dem Nintendo DS. Ich meine sogar, das müsste das Spiel gewesen sein, was ähnlich wie Arkanoid so eine Art Drehregler hatte. Also, dass man das als Zubehör, wo man sein Schiff dann analog drehen kann, an den DS runterpacken kann. Hier kriegt man immer eine analoge Steuerung durch den Analogstick hin. Das ist bei dem Nintendo DS ja noch nicht. Und dass sowas hier mit dabei ist, finde ich schon super cool. Nur für dieses Spiel hätte ich nicht 60 Euro ausgegeben. Bei 20 war ich schon okay damit, das eher zu machen. Und ich würde auch keinem jetzt direkt empfehlen, 60 Euro, wenn man nicht absoluter Space Invader Hardcore-Fan ist, dann sich zuzulegen. Aber man kriegt ansonsten eigentlich ein ganz nettes Paket, wo man eben auch so einen Titel wie den hier drin hat. Es reicht mal auch damit. Also das ist auch so ein Spiel, wo ich dann mich einfach hinsetzen und stundenlang spielen kann, aber das wollen wir natürlich nicht und haben jetzt es nicht hier. Ich würde also bedingt diese Space Invaders Collection empfehlen zu dem Standardpreis. Günstiger kann man sich dementsprechend dann das mal angucken. Allerdings, was ganz cool war, ein Game haben wir jetzt hier nicht in der Liste gesehen. Es wird nämlich ein Zusatzgame als in der Downloadfassung hier mit angeboten. Kann sein, dass es in der Retail-Fassung auch mit drin ist. Wir lassen den letzten Trailer mal laufen. Nämlich Arkanoid vs. Space Invaders. Eigentlich ein Handy-Game. Ihr seht hier den originalen Handy-Trailer, aber auf der Switch kann ich es auch im Handheld-Modus spielen und mit dem Touchscreen des Handys. Man mischt das Arkanoid-Prinzip, also dem Brick Breaker, der so ein bisschen wie Breakout, ja, wie Breakout ist, gemischt aber mit dem Space Invaders-Prinzip. Analog bewegt ihr mit dem Finger dann euer Pedal da unten hin und her und statt Standardblöcken sind das Space Invaders Gegnern mit Blöcken gemischt und das fand ich sehr cool. Ich habe das direkt im Handheld-Modus der Switch nochmal ausprobiert. Das ist als Bonusspiel dann mit dabei, wenn ihr die Collection holt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war eine schöne Überraschung, dass das nochmal mit dabei ist. Leute, das waren sau viele Collections, viele Infos, die hier nochmal zum Verarbeiten sind. Das sind natürlich persönliche Ansichten, die ich über die Spiele habe. Ihr könnt die Wertigkeit dieser Collections gerne für euch selber entscheiden. Wenn ihr noch Collections habt, die hier auch nochmal reinpassen für eine weitere Folge oder die ihr empfehlen wollt, schreibt das gerne in die Comments dann mit rein. Bis dahin aber könnt ihr euch gerne entscheiden, wenn ihr uns unterstützen wollt. Der Supporters Club steht euch natürlich immer offen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Wenn ihr es schon macht, sagen wir großen Dank. Dadurch werden solche Formate wie die hier möglich. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, gibt es natürlich auch das wunderbare Retro-Club-Merch. Da gehört das hier nicht dazu, aber die Sachen gehören dazu. Die könnt ihr euch gerne dann auch unter folgendem Link da mal anschauen. Als auch, hab's gerade bei der Aufzeichnung natürlich vergessen, aber denkt daran, das ABC der Videospiele, mein Retro-Club-Buch, geht auch bald in die zweite Runde. Sowohl das erste als auch das zweite sind überall im Buchhandel erhältlich. Das zweite kommt dann Ende August heraus. Ich danke auch, Leute. Habt einen schönen Resttag und hoffentlich kriegt viel Game für wenig Geld mit diesen Collections und gehabt euch wohl. Bis dann.